Was für eine Marke? Da steht Eda Moss irgendwas. Mosques Clothing. Ja, die ist geil, aber die würde mir nicht passen mit meinem Kopf. Echt? Ich habe zu großen Kopf. Ei. In diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einem weiteren Burger-Test. An meiner linken Seite, mein Burger-Tester Nummer 2, Unterstützung, linke Hand, rechte Hand, alles. Dies, Freunde, was geht? Heute testen wir keinen normalen Burger, Freunde, sondern Randy hat recherchiert. Wir werden heute einen Wagyu-Burger testen. Viel Spaß in diesem Video. Hast du schon mal Wagyu-Burger gegessen? Nee, Bruder, noch nie. Noch nie? Nee, ich habe nicht einmal das Fleisch. Okay. Dann hoffe ich mal, dass dieses Wagyu-Fleisch richtig gut ist, damit die erste Erfahrung auch geil ist. Let's go, let's go. Wir sind schon da. Im letzten Video, als wir gedreht haben, da sind wir hier vorbeigefahren. Da sind wir hier vorbeigefahren, genau. Das habe ich dann ja erwähnt. Da ist auch ein Burgerland. Ja. Burger Spa. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall offen. Es sieht ziemlich dunkel und geschlossen aus. Na, ist open, ist open. Ja. Wir wären heute hier wegen dem Wagyu-Burger. Habt ihr die hier? Ja. Dankeschön. Also es hat auf jeden Fall diesen American Burger Bar Look mit sehr, sehr viel Auswahl von Quesadillas, Burritos, Suppe, Startern, Salaten und Burger natürlich und vielen hausgemachten Desserts. So, das ist eigentlich ganz simpel aufgebaut in einem coolen Burger Look einfach. Also Freunde, es gibt auf jeden Fall eine sehr, sehr dicke Auswahl an Burgern. Wir haben einmal die normalen Burger, so ganz Classic Cheeseburger, es gibt noch so ein paar extra Camembert Burger, Hot Barbie, nee, Camembert Burger. Und dann gibt es nochmal eine extra Sparte, extra Karte mit Gourmet Burgern. Gourmet Burger heißt Beef and Cheese Heaven Burger zum Beispiel. Juicy Lucy, Philly Cheesesteak Burger, Pulled Pork, Wagyu 1 bis 3, Mexican Beyond Burger, der Ultimate Mac and Cheese Burger, der hört sich eigentlich auch ziemlich geil an. Hast du schon mal Mac and Cheese Burger gegessen? Nee. Und es gibt Sloppy Joe. Okay, Bro, wir würden auf jeden Fall. Was willst du trinken? Ich nehme einen Cola Zero. Cola Zero? Ja. Habt ihr irgendwelche Special Drinks? Burger Soda? Was ist Burger Soda? Wir haben Hollandminze, Cranberry-Limette, Himbeer-Basilikum. Ach so, jetzt sehe ich. Ja. Okay, dann nehme ich. Aha. Himbeer-Basilikum. Burger nehmen wir auf jeden Fall zwei Wagyu-Burger. Einmal 1.0 und einmal 3.0. Bei 3.0 keine Bacon-Mayonnaise und bei 1.0 keine Champignons. Was für Wagyu-Fleisch ist das? Weißt du das genau? Das Wagyu-Fleisch. Ja. Das ist ein japanisches Wagyu-Fleisch. Aber ist es aus Kobe, oder? Kobe Wagyu. Okay. Mhm. Preislich sind wir hier für einen Burger mit Beilage bei 20 Euro. Also ich sage ehrlich, wie es ist. Bei einem Wagyu-Burger hätte ich auch gedacht, dass der so 40, 50 Euro kostet. Weißt du, was für Wagyu das ist? Wagyu? Ja, was für Wagyu? Sorry, no, Deutsch. Okay, danke. Dadurch, dass das Fleisch halt minzt, also das aus dem Wagyu so gesagt Hackfleisch gemacht wurde, weiß ich jetzt nicht, wie gut die Patties aussahen, muss ich ehrlich sein. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mal aushelfen, wie gut sah das Patty jetzt aus oder wie nicht gut sah das Patty aus. Das weiß ich nicht. That we were going places, turning the memories fading. Mhm. Danke. Dankeschön. Boah, was sind das für Geräte, oder? Wo soll das hin? Aber es ging schnell noch. Ja. Es hat wie lange gedauert? 10, 15 Minuten? 15 Minuten, ja. Du hast Wagyu 3. Ja, gut, ich hab 3. Röstzwiebeln, Cheddar Cheese. Ja, wir haben jetzt die Bacon Nissel weggelassen, aber ansonsten wäre da noch so eine andere Soße drin, aber ja. Also die Größe ist wirklich beeindruckend. Habe ich schon öfter gehört. Ja, Spaß. Das Bun sieht eigentlich auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Ist es weich? Nee, es ist schon hart. Dann hat er so eine JCB Soße. Das ist wahrscheinlich Cheddar Cheese und Jalapenos, hat der Kollege gemeint. Röstzwiebeln, Rucola und das Wagyu Beef Patty, das man nicht mehr wirklich sieht, muss man auch ehrlich sagen, weil da sehr viel drauf ist. Ich habe Wagyu 1. Ich weiß noch nicht, wie der aufgeht, aber... Wie viel haben sie bei dir das Fleisch vergessen? Kann das sein? Man sieht gar nicht. Also wir haben hier auf jeden Fall verschiedenen Käse. Der sieht schon ziemlich nice aus. Ich weiß, was du meinst. Das Bun ist nicht so weich. Ja. Wichtigste Sache, egal wo ihr Burger essen geht, okay? Der Burger ist wichtig. Ihr nehmt diese Pommes. Ich weiß nicht, was das für eine Soße ist. Hier rein. Pommes kann man machen. Könnten stärker gesalzen sein. Mhm. Aber sind okay. Das sind halt ziemlich dicke Pommes, gell? Ja. Soße ist so... Cocktailsoße. Cocktailsoße, ja. Ketchup, Mayo. Mayo, Bert, ach so. Bitteschön. Das ist Mayo. Was ich sagen muss, das Fleisch ist sehr... Es ist nicht weich. Es ist nicht weich? Nee, es ist sehr zäh. Jetzt sieht man das Fleisch. Ja.
Okay. Das schmeckt man nicht sofort aus, ja. Die Sache ist, wenn Wagyu-Fleisch zäh ist, dann ist das kann halt eigentlich gar nicht sein. Wagyu ist nämlich, würde ich fast sagen, so, dass du legst es auf die Zunge und es verschwindet. Und wenn ein Burger 20 Euro kostet, der mit Wagyu-Fleisch ist, Bro, sag ich dir, wird es nicht die höchste Stufe sein? Ja, safe nicht. Aber schmeckt der Burger? Wie ist er? Sehr gut. Ja? Also mit der Soße, mit dem Rucola, die Röstzwiebel. Leute, vertraut mir, Röstzwiebel. Ist was Gutes, ne? Top. Ey, scharf, ja. Mir ist aufgefallen, bin ich nicht immer scharf. Ich mache mir Sorgen, wenn Alan sagt, dass das Fleisch zäh ist, weil, wie ihr aus den ganzen Videos kennt, Wagyu-Fleisch ist alles andere als zäh. Wir werden jetzt trotzdem diesen Burger in der Mitte durchschneiden. Okay. Das Patty ist auf jeden Fall klein. Zeigen wir mal hier. Boah, ich weiß nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht hart an bei mir. Ich probiere das jetzt einfach. Mhm. Probier nur erstmal nur das Fleisch. Boah, schwer zu sagen, da ist so viel Zeug drauf. Ja. Es ist wirklich schwer zu sagen. Man schmeckt auch viele andere Komponenten. Fleisch ist ein bisschen zu zäh. Es hat trotzdem einen nicht typischen Beef-Burger-Geschmack. Ich muss aber sagen, diese Burger-Idee ist wirklich gut. Also probier den erst, bevor ich jetzt weiterrede. Vom Geschmack mit diesem Käse, mit diesem... Boah, die Soße. Das ist schon heavy, oder? Die Soße ist super. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt mal abgesehen von diesem Fleisch, zu dem Fleisch kommen wir gleich. Aber diese Soße, dieser Käse, das ist dieser Käse hier oben. Oder wenn es eine Soße ist, weiß ich nicht. Abnormal. Ist es Trüffel? Schmeckt Trüffel raus, ja. Diese Burger könnte noch fünfmal besser sein, wenn die besseres Brot hätten. Trotzdem muss ich sagen, das Fleisch hat einen leicht eigenen Geschmack. Ziemlich neutral, es ist wahrscheinlich nicht sehr gut gesalzen und sowas. Diese Trüffelsoße, wenn es Trüffelsoße ist, ist der Hammer. Das Brot ist einfach zu brotig. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Da ist zu viel Brot, du kommst nicht klar. Dieser Salat drin, diese bisschen das ist einer meiner Lieblingsburger, was Experimente angeht. Das Problem ist, die Hausaufgaben sind nicht erledigt worden. Diesen Brecher. Probier mal den scharfen, genau. Ja, ich probier ihn. Probier mal den scharfen. Aber ich merke schon, Bruder, ich merke jetzt schon, wie fest das ist. Ja, der ist. Man denkt, da ist anderes Fleisch drin. Ja, oder? Also mein Fleisch schmeckt ja ganz anders wie deins, oder? Das habe ich auch am ersten Bissi. Der Burger ist die reinste Katastrophe. Also wirklich, den will ich nicht mal aufessen. Das ist der dritte, also 3.5. Aber das ist auch was mit dem Fleisch anders. Ich habe ein bisschen Wagyu gegessen. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob das Wagyu ist. Ich sag dir so, wie es ist. Da würde ich fast sagen, das glaube ich eigentlich gar nicht. Oder die kriegen die halt so gefroren geliefert. Aber schau mal. Das ist so, das sieht aus wie Leberwurst, so fest ist das gepresst. So. Entweder hat der Koch da was verkackt oder keine Ahnung, aber den Burger tun wir einfach so, als wäre der nie passiert. Auf jeden Fall ist das Restaurant hier ab 17, 17.30 ausgebucht. Das Ding hier ist was Gutes. Safe. Wie schmeckt deins? Mega. Mega? Mega. Die fetzen sich da im Fernsehen. Die beiden würden uns beide hauen. Ja, safe. Ich würde Identität löschen. Instagram. Anderer Name. Wenn ihr Wagyu-Burger essen wollt, so wie es Lukas und Randy gemacht haben in Tokio oder in Kobe, ist es auf jeden Fall nicht der Laden, wo ihr es essen müsst. So wie ich es in Erinnerung habe, haben wir in Kobe 100 Gramm 80, 90 Euro bezahlt. Hier sind 180 Gramm Fleisch drin. Das heißt, dieser Burger kann keine 20 Euro kosten. Das war mir schon bewusst, dass das jetzt nicht dieses Kobe Wagyu-Fleisch ist. So, um das Ganze zusammenzufassen, der Burger ist okay. Ist okay. Dieses ist okay. Ist okay. Genau so. Ja. Ich denke schon, dass einigen Leuten schmecken könnte. Ja. So vor allem, wenn ihr so deftige, so große, massive Burger mögt. Schmeckt sicher einigen Leuten. Die Soßen sind ja gut. Falls ihr noch andere Burgerläden kennt, Umgebung, Wien, wie auch immer, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Maria, Maria. Aber unter uns, der Burger war okay.